Moin ihr Alunken, mein Name ist Endenburg und heute gibt es einen ersten Eindruck zum ARPG Last Epoch. Das Spiel ist aktuell zwar erst in einer Early Access Phase, avancierte in der Wahrnehmung vieler schnetzelorientierter Gamer, zuletzt aber mehr und mehr vom Geheimtipp für eingeweihte Genrefans zu einem der qualitativ hochwertigsten Diablo 4 Warteräume. Nachdem ich nun meine ersten knapp 20 Stunden ins Game gesteckt und bis Level 50 gespielt habe, kann ich allerdings sagen, dass man mit dieser Metapher dem Spiel keineswegs gerecht wird. Last Epoch muss sich weder vor Diablo noch vor anderen Konkurrenten wie Path of Exile oder dergleichen verstecken. Was mir alles an Eigenheiten, an Qualitätsmerkmalen, aber auch an Defiziten in meiner ersten Spielzeit aufgefallen ist und warum Last Epoch ein Titel ist, den ich auch nach diesem Video noch weiterspielen werde, das erfahrt ihr wie immer in den kommenden 10 Minuten. Bevor wir beginnen, noch ein kurzer Hinweis. Die meisten Zuschauer dieses Kanals sind immer noch keine Abonnenten. Wenn euch also der Content gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, drückt gerne auf die Schaltfläche der wiederkehrenden Qualitätsversorgung. Ich starte also das Spiel und werde zwar leider nicht mit einer deutschen Sprachausgabe, dafür aber mit der erwarteten Klassenauswahl konfrontiert. Insgesamt 5 Basisklassen stehen zur Wahl, die im späteren Verlauf dann mit der Auswahl einer Spezialisierung verfeinert werden können. Der Sentinel ist ein tankiger Plattenpeter, der die Ausrichtungen Void Knight, Forge Guard oder Paladin annehmen kann. Die Rogue-Klasse kann zum Blade Dancer, also einem Nahkampfschurken, oder zum Marksman, einem Fernkampfjäger, gebaut werden. Die dritte Ausrichtung Falconer fehlt derzeit noch. Beim lässig rumlevitierenden Mage stehen mit dem Sorcerer ein klassischer Long-Range-Magier sowie ein auch nahkampfkompatibler Spellblade zur Verfügung. Als Runemaster kann ich ebenfalls noch nicht spielen. Der Primalist kommt mit einem Bärchen und den Spezialisierungen Beastmaster, Schamane und Druide daher. Hier stehen also naturverbundene Vernichtungsorgien samt Tierbegleiter im Fokus. Den Abschluss bildet der Acolyte, der klassisch als Necromancer Tote für sich kämpfen lassen oder als Lich mit Blutmagie und Lebensraub hantieren kann. Der Warlock fehlt noch. Ich entscheide mich für einen Mage, den ich zum Spellblade machen möchte, weil Blitzhammer in die Fresse ein überzeugendes Konzept ist und lande daraufhin nicht in einem Charaktereditor oder zumindest in einer Geschlechtsauswahl. Damit ist Genderlock leider durchaus vorhanden in Last Epoch. Stattdessen darf ich mich zwischen Standard- oder Hardcore-Modus entscheiden und zudem angeben, ob ich an einer Solo-Account-Challenge teilnehmen möchte. Dabei darf ich dann keiner Gruppe beitreten oder Items von anderen Spielern nutzen und der spitzfindige Hobbydetektiv unter meinen Zuschauern ahnt an dieser Stelle bereits, das Spiel hat mittlerweile einen Multiplayer-Modus. Ich nehme Standard und keine Challenge und bekomme im Anschluss eine knappe Cutscene mit Story-Einführung in Gestalt bewegter Bilder präsentiert, also nicht der höchste Produktionsaufwand und auch nicht allzu umfangreich. So komme ich im Spiel an und werde von Sekunde 1 an Zeuge eines nun doch plötzlich verflucht hohen Produktionsaufwandes und einer ungeahnten nostalgischen Übermannung. Der Soundtrack von Last Epoch, den ihr auch gerade im Hintergrund hört, ist so dermaßen großartig, dass ich ihn in den letzten Tagen auch immer wieder mal in meinem Arbeitszimmer als Background-Beschallung habe laufen lassen, wenn ich gerade Buchhaltungsgedöns oder Thumbnails machen musste. Zudem begrüßt mich in dieser Einführung eine Atmosphäre, die mich irgendwie ein wenig an mein hochgeschätztes Sacred 2 erinnert, falls das noch jemand kennt, und die mich in all ihren Wandlungen, die wir noch sehen werden, niemals enttäuscht zurückgelassen hat. Mit knappen Worten formuliert, ich fühle mich sofort mächtig wohl in Last Epoch. Ich laufe also mit linker Maustaste, prügel mit der rechten auf Unholde ein und kann mit Q einen Blitz zaubern. Außerdem sehe ich hier und da einen globalen Chat aufblitzen, denn Last Epoch ist ja wie erwähnt ein Multiplayer-Titel, allerdings blendet sich der Chat immer nur kurz ein, wenn was geschrieben wird, und danach sofort wieder aus. Eine sehr gelungene und elegante Lösung, die sich in ein ohnehin überzeugendes Interface eingliedert. Was mir persönlich allerdings fehlt, ist ein Dash auf Space, wobei es natürlich durchaus Movement-Fähigkeiten gibt, aber eine standardmäßige Ausweichmöglichkeit wie in Diablo 4 oder Lost Ark ist für mich tatsächlich mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ebenfalls anders als bei Diablo 4 ist zudem die transparente Map, die hier schönerweise vorhanden ist. So level ich also voran, bekomme nach und nach weitere Skills freigeschaltet und damit auch eine Einführung in das grundlegende Fähigkeitensystem von Last Epoch. Und damit sind wir beim für mich inhaltlich entscheidendsten Punkt des Spiels angekommen. Denn das Fähigkeitensystem hat in direkter Konsequenz Auswirkungen auf die Langzeitmotivation, das Klassendesign und natürlich das Gameplay. So schalte ich nach und nach spezifische Plätze frei, in die ich dann meine Lieblingsfähigkeiten ziehen und diese sehr umfangreich verändern kann. Ich habe Einfluss auf die Art des Schadens, die Anzahl getroffener Gegner, kann diverse Bonuseffekte mitnehmen, Schilde generieren und vieles, vieles mehr. Auch visuell kommen die Veränderungen natürlich zum Vorschein, wenn aus einem Strahl plötzlich zuckende Blitze werden oder sich Feuer in Eis verwandelt. Durch dieses System wird eine enorme Bildvielfalt geschaffen, die jene in Diablo 4 wohl weit in den Schatten stellen wird und natürlich extrem zum Rumprobieren einlädt, auch wenn Respecken leider nicht ohne Kosten daherkommt.
Hinzu kommt noch ein passives Skillsystem für die Base-Klasse und die späteren Spezialisierungen, das ebenfalls weitere Skills freischaltet, je nachdem in welche Richtung ich meine Klasse baue. Ich queste also voran und entdecke irgendwann selbstverständlich Schreine, denn ARPGs können offenbar einfach nicht ohne. Was dem Open-World-Rollenspiel sein Kletterturm ist, ist dem ARPG sein Buffschrein. Ich darf mir einen ersten kleinen Bossfight liefern, der allerdings lediglich zwei belanglose und uninspirierte Mechaniken zu bieten hat und damit leider einen Übergang zu einem deutlichen Kritikpunkt schlägt. Denn die Bosse sind zwar bei einem gewissen Zeitpunkt durchaus fordernd und auch mit ansprechenden Mechaniken ausgestattet, leider aber für einen zu langen Zeitraum während des Levels wirklich anspruchslos. Durch einen magischen Splitter jedenfalls komme ich anschließend in eine neue Epoche und verlasse das wunderschöne Waldidyll. Denn die Prämisse von Last Epoch ist, dass ich nach und nach durch verschiedene Zeitepochen reise, daher auch der Name, und die Welt in unterschiedlichen Stadien erlebe. Eine interessante und spannende Ausgangslage, aber auch eine, die mit gewissen Nachteilen einhergeht, wie wir noch sehen werden. Erst einmal bekomme ich statt harziger Baumbestände nun im Tausch die lilafarbenen Sekrete eines schleimigen Cthulhu-Gottes und einen Aufenthalt bei Brückenbernd und den Baumelboys. Ich realisiere, dass ich mein Mana-Konto bis zu einem gewissen Punkt überziehen kann, die Schwierigkeit in der Leere ein wenig anzieht und bekomme kurz darauf ein paar neue Skills, die mich leider wieder völlig OP machen. Ich besiege einen Drillingsboss mit gähnender Leichtigkeit und bekomme für diese Nichtleistung auch noch mein erstes Legendary gedroppt. Was zudem auffällt, ist eine schöne Vertikalität in der Welt, die immer wieder durch geschickt inszenierte Perspektiven das Flache und Platte rausnimmt, das einem ARPG ja gemeinhin innewohnt. Irgendwann wird mir dann der ganze Müll, der jedes Mal aus den Gegnern rausplatzt, zu viel und ich nehme mich der Loot-Filter von Last Epoch an. Diese sind überaus umfangreich und lassen mich sehr genau bestimmen, was angezeigt werden soll und was nicht. Schöne Sache. Für mich eine der größten Überraschungen ist allerdings die Monstervielfalt und auch Qualität in Last Epoch. In der ruinierten Ära beispielsweise kommen Kreaturen auf mich zu, die direkt aus meinen schlimmsten Albträumen nach Konsum eines H.P. Lovecraft-Hörbuchs exportiert wurden. Etwas später dann treffe ich auf eine Skelettschildkröte mit Seelenflammen-Panzertank. Sowas Erhabenes möchte man gar nicht töten. In Last Epoch gibt es darüber hinaus auch eine Art Crafting-System. Leider wird dieses nur sehr unzureichend vermittelt, im Wesentlichen kann ich aber Items unter der Stufe Unique umcraften und verändern und mithilfe von Runen, Shards und Glyphen deren offensive sowie defensive Stats und Effekte beeinflussen. Dabei verbraucht sich allerdings das sogenannte Forging Potential, was hier als so eine Art Ressource fungiert. Zudem gibt es noch Idols, deren Plätze ich peu à peu freischalte und darüber dann weitere Effekte und Werte gutgeschrieben bekomme. Das Leveln wird derweil durchaus etwas knackiger, allerdings erstmal noch nicht wegen der leider immer noch unterwältigenden Bosse, sondern eher, weil die Trash-Mobs mittlerweile immer mal wieder ordentlich reinbrettern. Ich komme endlich am Ende der Zeit an und darf nun meine Spezialisierung wählen. Wie eingangs erwähnt, nehme ich den Spellblade und komme kurz darauf in der imperialen Zeit an. Mich erwarten Naturbrauntöne, massig Skelette und der gute alte Teleport-Hinterhalt-Bär, wer kennt ihn nicht? Zwischendurch nutze ich die Gelegenheit und halte einen Moment inne, um dabei zuzuschauen, wie diese Fleischwölfe in Endlosschleife meinen Monstertötungsjob besser verrichten als ich. Also mal wieder drohender Jobverlust durch Automatisierung, ChatGPT lässt grüßen. Immerhin bleibt so Zeit, um mal ein bisschen mit dem Skillsystem rumzuspielen und ein paar Synergien zu entdecken. So habe ich meine Fähigkeit Flame Reef so modifiziert, dass die Flammenwellen zu mir zurückkommen und dabei auch die Gegner mitziehen, sodass ich sie dann schön in Nahkampfreichweite mit dem Shatterstrike finishen kann. Nur eine kleine Combo, aber ein schönes Beispiel dafür, was alles möglich ist in Last Epoch. In Zukunft wird es zudem eine Bestenliste geben, die derzeit noch nicht im Spiel ist, und selbiges gilt auch für einen Shop, in dem ich kosmetische Dinge erwarte, denn Last Epoch ist ja ein Buy-to-Play-Titel und ein Reiter im Menü für Transmogs ist schon jetzt vorhanden. Ich laufe einem Boss über den Weg, dessen Konzept daraus besteht, dass ein Frostlord einen riesigen Baum steuert, wie Rumble seinen Roboter, und der mich böse aus den Zaubererpantoffeln haut. Nebenbei bemerke ich, dass ich irgendwann mal einen Key für einen Dungeon gefunden habe, suche diesen auf und registriere, dass der Run bei meinem Ableben vorbei ist und es verschiedene Stufen mit hochskalierender Schwierigkeit und Belohnung gibt. Zwar bin ich maßlos überlevelt, schaffe es aufgrund beispielloser Dämlichkeit aber trotzdem dumm in einem Stampfstun zu sterben und der Run ist vorbei. Um Level 50 rum gibt es dann den ersten richtig harten Boss, an dem ich mehrfach scheitere, zumindest bis ich mal mein Gear aktualisiere, danach geht's eigentlich recht easy. Doch wähnte ich mich bereits im sicheren Hafen, erwartete mich kurz darauf mit dieser Reinkarnation von Cthulhu höchstpersönlich ein absolut überragender und sehr anspruchsvoller Fight. Das Ganze hat mich sehr an MMORPGs erinnert, es gibt eine zweite Phase auf separater Ebene gegen Ads, aber das lasse ich euch bei Interesse selber mal in Gänze erleben und komme lieber zu einem Fazit meines ersten Eindrucks. Und das ist ziemlich schnell formuliert, Last Epoch ist ein fantastisches ARPG.
Durch das Skillsystem fühlt sich jede Klasse an, als steckten da 5 Klassen drin. Die Animationen sind auf hohem Niveau und die Gegnervielfalt und das generelle Gameplay überzeugen von vorne bis hinten. Lediglich die Identität des Titels leidet ein wenig unter den vielen Epochen, denn wo zum Beispiel Diablo mit dem düsteren und blutigen Stil eine sehr greifbare DNA hat, wirkt die von Last Epoch da deutlich beliebiger. Trotzdem hatte ich eine Menge Spaß mit dem Titel und auch Bugs und Crashes waren trotz Early Access nur sehr selten vorhanden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was euch an Last Epoch besonders gefällt oder ob der Titel für euch interessant aussieht. Danke fürs Zusehen, lasst es euch gut gehen, euer Entenburger.